Hallo liebe Zuschauer, wir sind wieder bei den Blasinstrumenten und bei mir ist Thomas Lubitz. Komm gerne einen Schritt näher ran. Hallo Thomas. Hallo. Wir wollen ein bisschen über die neue Schülerserie der Trompeten sprechen. Was gibt es da Neues zu entdecken? Also die neue Schülerserie haben wir ganz grundlegend verändert, indem wir die Schallstück-Materialstärke verändert haben. Was sehr wichtig ist, gerade für Schülermodelle oder auch speziell jetzt für die Anfänger zu spielen, weil leichteres Material einfach leichter anspricht. Und deswegen haben wir also hier darauf hingearbeitet, dass wir eine sehr gleichmäßige Materialdicke bekommen über das ganze Schallstück. Und das ist sicherlich eine Art, wie man sie auch von den Profi-Instrumenten kennt. Allerdings ist es hier noch etwas extremer für die Schüler ausgearbeitet. Eine zweite Sache ist, dass wir die bei den unteren Schülerserien haben wir die Ventile verändert und sind hier auf das sogenannte Monell-Metall gegangen, was wir bei allen Modellen ab der Mittelklasse sowieso schon verwenden, aber jetzt eben auch in die Schülerserien eingebaut haben. Gibt es denn noch Unterschiede zwischen den einzelnen Trompeten oder sind die vom Prinzip alle gleich? Ja, wir haben also jetzt zwei ganz neue Modelle. Das eine ist die 2000er Serie, die 2330. Das ist ein Modell, was wir also wirklich ganz im Anfängerbereich sehen. Es ist sehr leicht gebaut, es fehlt die Stütze im Stimmzug. Und zusätzlich haben wir das neue 3000er Modell, was jetzt angelehnt ist an unser erfolgreichstes Modell eigentlich in Yamaha. Das ist ein Reverse-Trompete mit einem Reverse-Stimmzug. Und das haben wir jetzt auch in die Schülerinstrumente eingebaut. Und von daher ein ganz, ganz tolles Spielgefühl auf dieser Trompete. Aber auch die Leichtigkeit, ist das das, was für den Schüler so komfortabel ist? Ja, die Leichtigkeit ist eines der Dinge, die einfach wichtig sind für die Schüler, weil sie noch nicht diese Kraft haben, weil sie einfach noch nicht diese Möglichkeit haben, mit so viel Luft, mit so viel Kraft zu spielen, wie jetzt ein Profi oder ein Amateur, der schon länger spielt. Dann lass uns noch kurz auf die Kornette eingehen, die wir hier sehen. Was hat sich da verändert? Ja, bei den Kornetten ist es so, dass wir eben auch diese neue Schallstückform, Schallstückdicke bekommen haben. Zusätzlich haben wir die Form des Mundrohrs verändert. Die Mundrohrform ist wesentlich runder geworden, um diesen Kornett-Charakter noch ein bisschen zu verstärken. Zusätzlich eben auch die Monell-Ventile, wie bei der Trompete auch, in den Schülerbereichen. Und gleichzeitig haben wir die Bohrung der Schülerkornette etwas verändert. Von einer Large-Bohr sind wir auf eine Medium-Large-Größe gegangen, was wiederum dem Schüler sehr entgegenkommt. Das sind ja schon wieder einige Informationen, die wir bekommen haben. Weitere können Sie natürlich auch im Internet wiederfinden, auf der Yamaha-Website. Aber wir verabschieden uns erstmal und ich bedanke mich, Thomas. Danke. Dankeschön.